So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Oh yeah, in der letzten Folge haben wir die zweite Welt abgeschlossen und wir haben vergebens nach der Ding, nach der dritten Welt gesucht. Und ja, ich habe die jetzt auch gefunden, endlich, Gott sei Dank, so endlich. Und zwar ist sie, ihr seht ja, ihr kennt ja diesen Ort hier, da wo wir eben die Puzzleteile für den Treasure Trove Cove eingefügt haben. Ja, direkt daneben gibt es das da, eine Sprungplatte und wir wissen ganz genau, was wir damit machen und zwar, wir springen drauf. Hui! Ja, nicht so, eine Sekunde. So, aber ihr habt schon oben es gesehen. Da ist die dritte Welt. Zumindest eben das Porträt von der dritten Welt. Das Gemälde, nicht das Porträt. La 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 la. Oh yeah! Und wo diese Röhre ist, wissen wir auch, denn da waren wir schon öfter. Und da haben wir auch die vierte, nein, nicht die vierte, aber halt die nächste Welt auch entdeckt, obwohl ich glaube, das ist sogar die vierte. Ah, ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall gehen wir weiter, la 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 la. So. Ja. Okay, da sind wir schon. Wir müssen jetzt darauf. Ha! Oder? Eine Sekunde, ich glaube, müssen wir hier rauf oder unten entlang? Nein, ich glaube hier rauf, ja stimmt, hier. Hier rauf müssen wir, la 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 la. So, yeah, alles metallisch und schier. So, und da vorne hat sich jetzt die Röhre geöffnet. Ha! Oh nein, oh Gott sei Dank. Und ha! So, und das heißt, jetzt entern wir die dritte Welt. Euer Ende, ich klar sehe. Ihr seid wie immer, ich bin die Krähe. Ja, du bist schon eine Krähe. Nein, Spaß, ich mag Krähen. Krähen sind eines meiner Lieblingstiere. Und wir sind in der dritten Welt mit Grafikfehlern erneut. So, yeah. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden, aber der ist gut versteckt. Oh, gut versteckt, okay. Dann, wohin jetzt? Ach, die Musik ist so cool. Okay, dann springe ich schon mal runter, einfach so. Hui, auf gut Glück. Okay, und wir sind hier unten. Oh, hier ist alles metallisch und ich mag diese Welt nicht so sehr, wisst ihr? Ich meine, ich mag es immer noch zu spielen. Ich mag die Welt immer noch zu spielen. Das Spiel ist allgemein sehr toll, aber halt verglichen mit vielen anderen Welten ist diese Welt relativ karge, meiner Meinung nach. So, und da sind auch schon unsere ersten Noten. Unsere ersten Noten! So, yeah. Ha! Ich habe gewusst, dass der jetzt rauskommt. Und haben ihn gleich mal besiegt. Oh yeah. Stirb! Ah, verdammt! Oh nein! Klar, falle ich den ganzen Weg runter. La 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 la, die Kamera tut auch nicht, was sie sollte. La la. So, und rauf hier erneut. So, hier wird jetzt nicht mehr sein, aber dafür da vorne. So. Ha! Stirb mal, okay, jetzt gib mir deine Honigwabe, die brauche ich jetzt. Und eine Feder und eine goldene Feder. Oh, was die macht, wurde uns schon gespoilert von der goldenen Feder selber. Ja. Egal, dann soll es so sein. Okay, und noch ein Mumbo-Schädel. Und nein, das Spiel ist nicht asynchron. Ich rede nur sehr spät über den Mumbo-Schädel. So, und genau in diesem Augenblick habe ich jetzt eine Note eingesammelt. Nur um nochmal zu bestätigen, dass es nicht mehr asynchron ist. So, tululut. Und 6 Noten, 7 Noten. Au! Ach, verdammt, was ist los mit mir? Okay, ich bin wieder am Verrecken. Obwohl, ich bin jetzt gar keines Mal gestorben, oder? Ja, ich weiß. Zwei Welten haben wir nur hinter uns und ich bin jetzt schon glücklich darüber, dass ich noch nicht gestorben bin. Ja, ich bin jetzt so gut in dem Spiel, aber ich war auch bis jetzt in keinem Spiel, was ich gespielt habe, relativ gut. Es gibt nur sehr wenige. Sogar in Ocarina of Time, meinem Lieblingsspiel, war ich nicht wirklich gut. Obwohl ich da relativ selten gestorben bin, halt verglichen mit meinen vorigen Erfahrungen mit dem Spiel. So, okay, warst du das hier? Ha! Nein, das warst du nicht. Aber du da warst. Also, ja. Okay. Ha! So, stirb und gib mir deine Honigwabe, weil ich wieder fast am Krepieren bin. Und 8 Noten. La 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 la. Und ein Jinjo, yeah. So, hier ist eine Honig. Ja, dich werde ich nicht holen. Aber dafür ist da vorne etwas, und zwar eine gratis Honigwabe. Oh yeah, stirb. So, okay, 4 Honigwaben reicht schon mal. La 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 la. So, das ist ein Anfangsgebiet von der Welt. Das ist noch nicht die ganze Welt. Die Welt ist irgendwo ganz anders eigentlich. Halt eigentlich, ja, das ist schon die Welt, aber halt der Großteil der Welt spielt sich nicht hier ab, sondern woanders. So, es ist ähnlich, diese Welt ist ähnlich wie die meisten, wie viele, nicht die meisten, wie viele, nein, wie eine Mario 64 Welt, und zwar Ding, ich habe vergessen, wie es auf
wie es auf Deutsch heißt. Auf Englisch war es Die Dead Dogs, dort wo Bowsers U-Boot war. Das ist sehr vergleichbar mit dieser Welt. So. Und. So, ein Puzzleteil und. Eine Note meine ich. Und wir sterben ohne Luft. Okay, los. Hui. Hui. Und runter hier. Und, oh, was ist denn das da vorne? Ja, ich habe gehört, viele hatten als Kinder sehr große Angst vor diesem Wesen da. Ich bin Klänker, der Müllzerkleinerer, der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Oh nein, wow. So, ja, viele hatten anscheinend Angst vor diesem Hai, als sie Kinder waren. Ich hatte das Spiel nicht... Ich bin nicht so weit in dem Spiel gekommen, als ich noch klein war. Deswegen hatte ich nicht wirklich Angst vor diesem Hai. Denn mit diesem Hai bin ich zum ersten Mal begegnet, da war ich... 11 oder so. Da war ich nicht mehr so klein halt. Da konnte ich halt nicht so klein, wie ich hätte sein können. Und natürlich habe ich wieder die Windows einstellen. Oh Gott, was ist falsch mit mir, ehrlich. So, okay, egal. So, das ist Klenker. Eigentlich ist Klenker relativ lieb. Er will nur frische Luft und es laggt ein wenig gerade. Okay, hat sich wieder. Lalalalalala. Und wir werden Klenker helfen. Wow, stell dich vor, Klenker war einfach 4 Tausende von Jahren eingesperrt, ohne Luft und ohne irgendetwas. La 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 la. So, haha, stirb! Und eine Honigwabe. La 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 la. Und da ist ein Leben. Ja, ah nein, da komme ich noch nicht hoch. Ja, diese Welt ist sehr verzwickt und sehr. Joa, ist nicht sehr schön auch anzusehen, deswegen mag ich die auch nicht so sehr. La la la. So, okay. Und hier gibt's nichts, okay. Kann ich auf Klenkern? Nein, kann ich noch nicht. Das kommt später. Oh, Spoiler. So, da, oh, vorne kann ich hin. Da kann ich auch rauf. Okay. Und wie ihr seht, unten im Wasser sind noch sehr viele Eingänge und Ausgänge und alles Mögliche. So, la 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 la. Rauf hier. Und hier ist kein Gegner, okay. Dafür aber eine Sprungplatte, womit wir hinaufkommen. Ah, hier sind cool, hier sind Noten. Okay, ha. Brrrr. Brrrr. Oh, cool, so viele Farben. Rot, blau, gelb und nochmal gelb und gold. Und ja, komm, Note. Und hier ist ein Leben, okay. War das alles nur für das Leben? Das Leben. Und ja, schaut's aus. Okay, dann war's das. Und für diese 2 Noten nehmen. Okay, dann will ich mal sagen, ich gehe runter. La 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 la. Hier ist ein Mumbo-Schädel. Und auch in dieser Welt werden wir Mumbo nicht vorerst nicht treffen. Aber dafür in der nächsten Welt, oh yeah. Und da wird dann, ab da wird dann fast jede Welt eine Mumbo-Verwandlung haben und ich drück wieder. Okay, nach dieser Folge werde ich ein paar Einstellungen ändern müssen. Denn ich drück zu oft zu schnell hintereinander Shift. Und das sorgt dafür, dass wenn eine Enders-Funktion plötzlich eingeblendet wird. So, tauchen wir mal. Okay, ich glaube, ich werde als erstes mal den Grund des. Oder? Na, ich werde erstmal diese ganzen Eingänge hier. Durchsuchen. La la la. La 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 la. La la. Und hier ist ein Jinjo. Oh yeah. Oh je. So, und komm ich hier rauf? Komm ich hier raus, wenn ich. Komm schon. Boah, in dieser Welt kriegt man eine richtige Wasserphobie. Und die ich schon habe. Ich habe sehr große Angst vor dem Wasser. Vor allem, wenn es sehr tief ist. La la la. Und da unten ist eine Röhre, die komplett abgespalten ist. Okay, da sind. Nein, das sind nur goldene Federn, die brauchen wir gerade nicht wirklich. Und das sind rote Federn, die brauchen wir auch nicht wirklich. Aber, okay, da vorne ist noch eine Röhre. La, la, la. Und hier sind Eier, aber ich werde dennoch, durch eine Röhre werde ich zumindest durchschwimmen. Und hier ist, ja, hier sind nur die Eier. Only the eggs. Okay, wieder an die Oberfläche. Wieder an die Oberfläche. Da, 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 da. Und diesmal werde ich hier hinuntertauchen. Ja, in diese Röhre hinein. In diese Röhre muss ich, glaube ich, rein, oder? Ja, soll es sein. Ich glaube, das sind sehr viele Noten oder ähnliches. Ich meine, Noten gibt es nur. Es gibt nicht ähnlich, gibt nicht wirklich ähnliches. So, und... Ja, Noten! Okay, verdammt, ich hab nicht gut gesteuert gerade. Okay, erste Note. Dann, zweite Note. Und, komm schon, dritte Note. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, das kann jetzt dauern. Oh, verdammt. La, 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 la. Okay, und jetzt... Die vierte Note. Ja, ich bin nicht wirklich gut in der Unterwassersteuerung in dem Spiel. Die ist auch nicht sehr leicht eigentlich. Oder halt, ich bin einfach sehr unbegabt. Beides kann stimmen, wahrscheinlich eher das zweite. So, schnell drauf hier, sonst sterben wir. Und natürlich ist da jetzt eine Decke, verdammt.
Ah! So. Luft. Okay, da unten können wir rein, oder? La 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 la. Ja, da können wir rein. Und was befindet sich hier? Ist etwa der Ort mit dem Jinjo, wo wir schon drin waren? Und kann sein. Ja, wird es auch sein wahrscheinlich. Nein, ist es nicht. Oh, das ist. Ah, das ist diese Stelle. Verdammt. Ja, die löst sehr viele Phobien in mir aus, denn wir müssen sehr lange schwimmen, um an diesem Jiggy ranzukommen. Und unter Wasser tanzt man schon nicht. So, schnell raus hier, schnell raus hier. Oh Gott. Und rauf, schnell an die Oberfläche, an die Oberfläche. La 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 la. Ja, Unterwasserwelten sind nie wirklich die besten. Ich glaube, ich kenne keine Unterwasserwelt, die wirklich toll ist in keinem Spiel. Ja, die Ocarina of Time Ding, der Wassertempel, hat nicht so lange gedauert bei mir eigentlich. Fällt mir gerade auf. Nur 3 Folgen, glaube ich, waren das. Aber eigentlich mag ich sogar den Unterwassertempel, den Unterwasser-Dungeon in Ocarina of Time. Ich finde, der ist sehr groß und sehr verzwickt und sehr kompliziert und ich finde, das passt. Das passt zu einem Dungeon und. Wir sind mutierte Krabben, das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf geben wir es her. Oh nein, das sind mutierte Ninja-Mutanten-Krabben. Ninja-Mutanten-Krabben. Yeah. An alle, die Cold Mirror schauen. Ich weiß, es gibt mindestens eine Person unter euch, das tut. So, und die ganzen Noten, la 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 la. Aber oh, arm eigentlich, die ganzen Viecher, da sehen wir mal, was für Sachen Grunthilde hier anstellt mit den ganzen Fabriken und stirbt. Oh verdammt. Okay, nein. Oh, verdammt. Stirb, okay. Honigwaben, Honigwaben, Honigwaben. Okay, die eine Honigwabe konnte ich nicht nehmen. Schnell, schnell, schnell. Okay. Du stirbst jetzt auch. Bam. Oh, verdammt. Ha. Bam. Okay, Honigwabe, Honigwabe. Wir brauchen jetzt nur eine und. Bam. Und. Au. Au. Und stirb, yeah. Und jetzt haben wir den Puzzleteil. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Wow, ein Puzzleteil. Und bis dahin ist Banjo auch komplett radioaktiv verstrahlt. Wir kommen hier hoch. Hier hoch. Stimmt. Ah, da. So. Hier hinauf und. Jumpen! Erstmal nehme ich mal diese Honigwabe an mich. Ja, ich glaube, ich habe sie sogar gebraucht. Ha! Okay, cool. So, und. Die Steuerung tut's mir. Tut's mir, Mann. La 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 la. Und unser zweiter Jiggy in dieser Welt. Das heißt, wir haben schon mal ein Fünftel hinter uns. Ja. Boah, die Musik ist gerade cool. Und für diesen Fünftel haben wir schon die Hälfte der ersten Folge verbraucht. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt werde ich es tun. Und zwar, wir müssen mal ganz an den Grund des Geschehens schwimmen. Und das gelingt uns durch diesen Eingang. La 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 la. So, immer geschickt, zum richtigen Zeitpunkt B drücken. Immer zum richtigen Zeitpunkt B drücken. B. Und B. Und B. Nein. Oh Gott. Es ist das vierte Mal schon. Das vierte Mal allein in dieser Folge. So, und wie ihr schon wisst, es wird sehr schwer sein, hier an Sauerstoff zu kommen. Kamera, hallo? So, hier wird es sehr schwer sein, an Sauerstoff ranzukommen. Aber dafür gibt es diesen einen Fisch da vorne, der uns eben mit den nötigen Blubberblasen ausstattet. Okay, wo ist er? Hallo, ich brauche Hilfe, bitte. Ich brauche Luft. Hallo? Okay, da. Da bist du. Komm schon, gib mir eine. Komm schon, eine Blase. Ah, ne, es gibt nur zwei? Oh Gott. Oh Gott, okay, erstmal hier die Puzzleteile. Hier die Noten, meine ich, einsammeln. Und ich glaube, das wird's sein für mich. Ich werde hier sterben. So, okay, nein, hier hoch. Hier hoch. Blub, blub, ich heiße Gloop. Hallo? Verdammt, sammle meine Blasen auf, wenn die Luft knapp wird. Blub, blub. Okay, schnell. Ja, Banjo, wenn du mal so nett wärst. Okay, wisst ihr was? Ich werde das mal lassen. Ich werde das tun, wofür wir hier sind, und zwar durch diesen Schlüssel hier fliegen und erstmal hier die Blubberblase einsammeln und dann nochmal durch den Schlüssel fliegen. Schwimmen meine ich, nicht fliegen. Was zum Teufel? Banjo, wohin gehst du? So, und los. Okay, es ist ein zweites Mal. Und jetzt brauchen wir wieder Luft, oder? Ah, ich schaffe es schon, ich schaffe es schon.
Ich schaffe es schon. Und hui, yeah, das ist zum dritten Mal und wir haben es geschafft. Cool. Ich hoffe, wir zinken jetzt nicht. Und das heißt nämlich, dass Clanker frei ist. Oder zumindest kann er an die Oberfläche. Oh yeah. Jetzt ist er glücklich und wir erhalten ein Puzzleteil. Puzzleteil. So, okay, jetzt brauche ich Luft. Und die Puzzleteile und die Noten hier. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet. Erwartet euch auf meinem Rücken. Okay, wo ist dieser Fisch? Fischi. Fischi. Fischi, komm schon. Gib mir eine Blubberblase. Gib mir eine Blubberblase. Okay, und gib mir noch eine Blubberblase. Wenn du so nett wärst, bitte. Okay, erstmal so viele Noten, wie ich sammeln kann, ehrlich. Dann muss ich das später nicht tun. So. Und diese Note noch. Komm schon. Ja, yeah, 36 Noten. Ist schon mal gut. Mehr als ein Drittel aller Noten. Oh yeah. Zwei Blubberblasen. Ich meine, zwei Luftstriche. So, und da ist noch eine Note. Ich hoffe, das sind noch die letzten Noten hier. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Ich werde gleich nochmal checken, ob ich eh keine übersehen habe. Okay, ich glaube nicht, dass ich irgendwelche übersehen habe, ehrlich. La 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 la. So, und schwimmen. Und vielleicht brauche ich noch die Blubberblase hier. Blubberblase. Bla bla blubber blubber Fasel. Und habe ich irgendeine Note übersehen, weil ich habe 39, das könnte relativ gut sein. Und ich denke aber nicht, das wird nicht so sein. Ich habe keine Note übersehen, denke ich. So, wenn schon, dann soll sie hier sein und die ist nett hier. Ah, aber hier den Jinjo hatte ich fast vergessen. Jinjo! Jinjo, yay! Okay, drauf jetzt! Mit der schlechten Kameraperspektive. Drauf! Ha! Ha! Okay, nicht zu oft B drücken. Und ha! Schnell los! Drauf zur Titanic! Und wir haben es geschafft. La 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 la. So, jetzt ist nämlich Clanker an der Oberfläche und wir können auf ihn drauf. Aber ich habe erstmal eine Sache gesehen, die ich gleich bestimmt vergessen werde. Deswegen werde ich es gleich mal einsammeln. Und zwar, vielleicht haben es doch einige von euch gesehen. Und zwar ist es genau das, was hier drunter ist. Und zwar eine. Hallo. Kameraperspektive. So, ja, und zwar die Honigwabe hier. So, ja, okay, wir haben sie. Wir haben die leere Honigwabe mit der schlechten Kameraperspektive. Tut mir leid, Leute, irgendwie. Die Kamera tut dieser Folge alles, was sie nicht tun sollte. Alles, nur nicht das, was sie tun sollte, meine ich. So, okay. La 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 la. Und wir sind auf Clanker. Und da sind ganz viele Noten. So, erstmal vier hier. Vier Stück hier. Ha! Ha! Und die vier Stück kommen schon. Yeah, vier Noten. Und da vorne ist ein Puzzleteil. Hui, hui. Okay, wir haben fast schon die Hälfte aller Noten eingesammelt. Aber bei weitem noch nicht genug Puzzleteile. Ich denke, ich werde noch. Lalalalalala. Wir haben jetzt schon die Hälfte aller Honigwaben auf jeden Fall. Eine Honigwabe von zwei ist schon mal was. Und wir haben fast die Hälfte aller Noten. Ich habe zu viel Müll gefressen, bitte helft Clanker. Okay, werden wir. Zuerst mal werden wir auf der Schraube hier stehen, denn diese Schraube wird nach oben katapultiert. Und hier sind noch weitere Noten und die Steuerung. Oh Gott. Komm schon, Banjo. Sei der Balance. Nein. Okay. Ich kann kein Gleichgewicht halten. So, erstmal hier rauf. Und dann auf eines von Clankers Flügeln, wollte ich schon sagen. Flossen. So. Hui. So. Jetzt werde ich es schaffen, aber jetzt werde ich es schaffen, Leute. Los. Katapultiere mich hinauf. Beam me up, Scotty. Okay. Okay, ich werde erstmal versuchen, diese Note hier zu sammeln, wobei ich natürlich scheitere. Ja, Leute. Das ist keine sehr erfolgreiche Folge gewesen bis jetzt. Ich drücke die ganze Zeit zu oft Shift, sodass die Einlassfunktion immer eingeblendet wird. Ich falle überall runter. Ich verliere zu viel Luft. Okay, wir sind wieder auf Clanker drauf. Los, beam me up, Scotty! La 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 la. Okay, ich werde es diesmal schaffen. Und ich habe es geschafft, oh mein Gott. Nicht zu viel nachdenken. Ja, nicht zu viel nachdenken. Somit haben wir jetzt mehr als die Hälfte aller Noten. Und wir haben fast die Hälfte aller Puzzleteile dieser Welt. Das ist schon mal cool. La 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 la. Natürlich schaffe ich es. Okay, ich wollte schon sagen. Natürlich schaffe ich es perfekt rüber. Und wir haben wieder Schaden gekriegt und es laggt. Warum wohl?
22 Frames, okay, 25 ist gut. Das Spiel läuft eh normalerweise mit 25 Frames die Sekunde, halt mit 25 FPS. So, und da kommen wir jetzt auch hinauf, stimmt. Los, und... Ha, okay, du wirst mich nicht töten. Ah, nein. Okay, los, okay, ich sterbe hier fast. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, stirb und gib mir deine Honigfarbe. Oh mein Gott, was passiert hier? Wieso habe ich plötzlich so viel Schaden gekriegt? Ist ja nicht normal. Okay, was gibt's da oben? Nichts. Was ist so? Nichts. Ah, da kann ich hoch. So, und... Hui! Okay, und wir sind oben. La, 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 la. Und ich bräuchte eigentlich dringend Honigwaben. So, wer pfeift eigentlich die ganze Zeit in diesem Level? Nein! Nein, verdammt! Das war ein Fehler, denn ich musste da vorne hin. Okay, egal, ich schaffe es nochmal, ich schaffe es jetzt. La 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 la. So, ja bitte, Klenker, hoch mit den Flossen. Hoch die Flosse. Heb die Flosse hoch. So. Und. Hui. So, so weit oben wie möglich. So, cool, yeah. Und jetzt rüberspringen und irgendwas. Was zum? Irgendwie hat es gerade meinen Input nicht ganz feststellen können. Los, Klenker, gib mich der, katapultier mich wieder hoch. Klenker, du bist der größte, du bist die größte Hilfe, die ich jemals hatte in dem Spiel. Danke dir vielmals. Okay, und. Hui! La 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 la. Vielleicht mit einer besseren Kameraperspektive. Komm schon, okay. Und. Oh, ich schaffe es. Okay, ich hab's geschafft. Cool. Hm. Und was ist da drin? Ah, hier war die zweite Honigwabe. Cool. Damit haben wir alle Honigwaben zum Level. Yeah. Gehä? Okay, aber dann würde ich sagen, Leute, das war's. Ja, das ist schon mal ein gutes Ergebnis für diese Folge. Und das war's von Banjo-Kazooie für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch da. Und falls nicht, dann nicht. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hui.